Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Kölner live. Willkommen zurück bei Kölner live. Pamela Rendi-Wagner war gerade zu Gast und jetzt haben wir uns Verstärkung ins Studio geholt und sprechen auch gleich über diesen Auftritt. Sebastian Bornmehner, hallo. Und Gerald Groß. Servus. Hi. Wir diskutieren natürlich auch über die SPÖ, wir sprechen auch über die FPÖ, wir werden auch über Türkis-Grün sprechen, aber starten wir mal mit der SPÖ als erstes, würde ich sagen. Vor knapp 14 Tagen hat noch vieles danach ausgeschaut, dass die Pamela Rendi-Wagner gehen muss. Jetzt ist alles anders. Sie sagt sogar, sie will 2021 wieder kandidieren als Parteivorsitzende. Realistisch? Eine Parallelwelt. Ich glaube, dass in der Parallelwelt der Pamela Rendi-Wagner es total realistisch ist, dass sie 2021 noch Parteivorsitzende ist, wahrscheinlich auch noch 2030. Aber es ist halt nicht die Realität und das weiß Pamela Rendi-Wagner in Wirklichkeit auch. Die Frage ist, wie stark ist sie schon abgeschottet und wie viel Selbstverleugnung ist inzwischen schon im Spiel. Das kann man eigentlich nicht abschätzen, weil für irgendwas wird ja Nedeljko Bilalic bezahlt werden. Vielleicht ist er auch derjenige, der da irgendwelche Luftschlösser für sie baut. Er wird aber nur noch bis zum Juli bezahlt, dann ist er weg. Beratervertrag wird gekündigt. Das glaube ich ehrlich gesagt erst, wenn ich sehe. Ja. Die Partie kennend weiß ich, dass da immer irgendwelche Konstruktionen gibt, wie die Leute an ihr Geld kommen. Aber sei es drum. Ich finde es ja sehr spannend, dass Pamela Rendi-Wagner jetzt mit dieser Kampfansage rausgeht. Ich finde es mutig, das muss man ihr wirklich lassen. Ich glaube, sie hat jetzt wirklich viel Mut und wurde hoffentlich und offensichtlich auch gut gecoacht in die Richtung. Aber es ist halt trotzdem auch Unsinn, weil wenn Michael Ludwig, Hans-Peter Doskozil, und das sind diejenigen, die sie noch halten, öffentlich sagen, ja, wir halten es halt jetzt gerade noch, weil wir gerade lustig sind, weil wir halt Wahlen haben und weil es uns jetzt gerade in den Kram passt. Und das sagen sie eigentlich auch recht offen. Warum tut sich das überhaupt noch an? Also das finde ich echt schade und ich finde es vor allem auch deswegen schade, weil das Ganze, was in der SPÖ passieren muss, nämlich eine Form von Erneuerung und auch eine Form von Reflexion, und das tut weh und es wird zu einer massiven Veränderung führen, wird nur aufgeschoben. Wir werden genau das Gleiche nach der Wahl im Burgenland haben, wo Hans-Peter Doskozil natürlich einen Dämpfer bekommen wird, und wir werden das Ganze dann spätestens im Wiener Wahlkampf haben, wenn Michael Ludwig die Umfragen weiter präsentiert bekommt, die er momentan hat. Und die Umfragen sehen ja vor 5-10% Verlust zum letzten Wahlergebnis. Da wird die Nervosität hochkochen und ich glaube, dass spätestens dann Pamela Rendi-Wagner sich mit der Realität wird konfrontieren müssen, dass ihre Zeit schon lange abgelaufen ist und dass sie momentan in Wirklichkeit nur noch von Ludwigs und Doskozils Gnaden Parteivorsitzende ist. Schade. Gerald Groß. Die Konvertiten sind immer am brutalsten. Also der ehemalige Fanboy von Pamela Joy, Sebastian Bornmehner, der noch vor einem halben Jahr hier gemeint hat, Frau Doktorin Pamela Joy Rendi-Wagner ist die größte Vorsitzende der Sozialdemokratie nach Viktor Adler, sitzt heute hier und spricht über sie. Das jüngste Gericht ist immer relativ pfiffig, auch ihre Wandlungsfähigkeit. Ja, das aber das, was sie, wir oder? Jetzt gerade, aber das, was wir jetzt, ja, wir bleiben wenigstens in meiner Meinung immer stringent. Aha. Das, was wir gerade vorher erlebt haben, der gespenstische Auftritt mangelnder Selbstreflexion und dazu noch diese Ankündigung, 2021 wieder als Parteivorsitzende zu kandidieren. Das ist das sogenannte rote Erfolgsparadoxon. Also sie will 2021 kandidieren, setzt aber voraus, dass sie bis 2021 nicht mehr Parteivorsitzende sein darf, sonst gibt es nämlich 2021 die SPÖ nicht mehr. Es ist also paradox, sie kündigt einen Parteivorsitz an für eine Partei, die es dann nicht mehr gibt, solange sie noch Parteivorsitzende ist, die Gute. Nein, das aber das ist halt offenbar die Blase der Klaköre, die halt die Sozialdemokratie immer übergibt, quasi der nackte Kaiser, des Kaisers neue Kleider im Übrigen. Alle applaudieren und in Wahrheit steht er schon pudelnocker da. Das ist die Sozialdemokratie, wenige Wochen vor Weihnachten 27 Mitarbeiter vor die Straße gesetzt in ihrer sogenannten sozialistischen Wirtschaft, Standort- und Arbeitsmarktpolitik, eigenen Beitrag dazu geleistet, 27 Mitarbeiter für die Türe gesetzt. Heute erleben wir dank der Kriminalisierung der Sozialdemokratie und der NEOS, dass die Novomatic die Casino-Anteile an die Tschechen verkauft haben. Auch das ist Standortpolitik, das heißt, die Casinos Austria sind in Zukunft mit 51% tschechisches Eigentum. Bravo! So funktioniert der Sozialismus, gepaart mit ein wenig geheuchelten Wirtschaftsliberalismus, diesmal
Mal in pink, wenn man das Rot ein bisschen auswascht, wird es eher pink. Das ist die Sozialdemokratie, das hat Pamela Joy, Randy Wagner zu verantworten. Sie erkennt schon im Übrigen seit einem Jahr nicht, dass sie eine Fehlbesetzung ist. Ich bin vor einem Jahr hier in diesem Studio gesessen und habe gesagt, das ist Christian Kern, Prinzessin Glaskind 2.0 nur mit Rock. Eine übertrainierte Sprechpuppe durch ihre Berater 20.000 Euro, die wie die Marionettenspieler im Hintergrund die Puppen tanzen lassen und in Wahrheit übertrainierte Sprechpuppen in die Auslage stellen. All glatt, das war Christian Kern, das ist Pamela Joy, Randy Wagner, die in Wahrheit von Politik, vom politischen Denken, von politischer Logik gänzlich befreit sind, auch deswegen keine Fortune haben und alle Wahlen hinunterladen. Ich sage Folgendes, es wird jetzt weitergehen, es wird jetzt die rote Revolution, die Palastrevolution ist abgeblasen. Sie wird dann spätestens im Jänner wieder aufflammen, wir werden im Jänner wieder hier sitzen, wenn dann das Ergebnis des an sich durchaus beliebten Neolandeshauptmannes Hans-Peter Doskozil doch nicht das prickelnde ist, wenn auch dort der sogenannte Bundeswind ihm eisig ins Gesicht pfeift über den Neusiedlersee und er auch dann im Burgenland erkennen muss, also mit dieser Erblast, mit diesem riesigen Rucksack einer roten Politik auf Bundesebene, lässt sich nicht einmal in Gickeritz botschen oder rund um den Neusiedlersee nur mehr ein Frosch an die Wahlurne bringen. Das wird das Problem sein. Aber das ist ein sozialdemokratisches Problem. Sebastian Kurz in der Zwischenzeit reibt sich die Hände. Die Opposition ist marginalisiert. Die Freiheitlichen streiten mit Strache, die Roten streiten mit sich selbst. Er kann in Wahrheit machen, was er will. Ob es jetzt mit den Grünen er etwas macht, ist das eine. Ob er eine Minderheitsregierung andenkt, ist das andere. Er ist durch die Schwäche des anderen einmal mehr legitimiert. Punkt. Du bist ja der Meinung, die SPÖ oder die Sozialdemokratie in der Form braucht es eigentlich gar nicht mehr, oder? Folgendes, die Sozialdemokratie hat ihre hohen Verdienste. Ja, er kann jetzt natürlich lachen wie der Kasperl in der Urania, mag schon sein. Ich ehre und respektiere die hohen Verdienste, das solidarische Gesundheitssystem, das Sozialsystem, die Rechte von Arbeitnehmerinnen in dem Land, die Sozialversicherungsgesetze, die Rechte von Frauen, die erkämpft worden sind. Die Sozialdemokratie hat ihre Verdienste in Gesamteuropa, in allen Ländern, wo sie tätig war. Das Problem ist, die Sozialdemokratie ist ideologisch statisch in den 1980er, 90er Jahren stehen geblieben. Faktum. Und wenn die deutsche Sozialdemokratie sich darauf beschränkt, die Urne von Willy Brandt anzubeten und die österreichische Sozialdemokratie meint, Bruno Kreisky zu spielen, aber die letzten 30 Jahre von Brandt und Kreisky nichts gelernt haben, die zu ihrer Zeit tatsächliche Visionäre waren und nicht das Feuer der Sozialdemokratie weitergeben, sondern lieber die Aschen anbeten, dann wird es die Sozialdemokratie nicht mehr brauchen, weil dann hat die Sozialdemokratie alles erreicht. Die Sozialdemokratie hat in den 90er Jahren die gesamte Integrationsdebatte komplett verschlafen. Sie hat sich nicht auf die Seite des viel zitierten kleinen Mannes gestellt, sondern sie hat sich für die Kulturbereicherer stark gemacht und wundert sie, dass der kleine Mann sie nicht mehr wählt. Sie hat 2008 die Wirtschaftskrise komplett verschlafen, hat dann dort, ich erinnere, 2008 die Finanztransaktionssteuer gefordert und wie sie dann in Deutschland und in Österreich in der Regierung sind, haben sie gegen die Finanztransaktionssteuer gestimmt. Und sie haben jetzt das sogenannte heilige Kalb von Greta Thunberg, die Klimageschichte, verschlafen und jetzt da sitzt heute hier Pamela Joy, Randy Wagner und versucht mit kuriosen Autofahrverboten ein wenig am Kuchen der Grüninnen mitzunaschen, ja, als kleine Kopiermaschine des Werner Kogler. Wenn es so weitermacht, schaut es eh so verfurcht aus wie der Werner Kogler. Gut, jetzt haben wir eine halbe Stunde lang die Hasspredigt. Ja, jetzt haben sie mal was gelernt. Die tägliche Hasspredigt. Ja, jetzt haben sie mal was gelernt. Das Gerald Groß gehört. Also, der Befund in Bezug auf die verfehlte Politik der Sozialdemokratie in den letzten 5 bis 10 Jahren, dem stimme ich absolut zu. Die SPÖ hat die letzten 5 bis 10 Jahre nicht sozialdemokratische Politik gemacht und hat daher auch entsprechende Ergebnisse eingefahren. Das Problem ist, Gerald Gross, er blödet sich nicht, sich hierher zu setzen und die historischen Verdienste der Sozialdemokratie aufzuzählen, nachdem er jetzt 1,5 Jahre lang die Zerstörung der Institutionen und Errungenschaften Sozialdemokratie beklatscht hat. 12-Stunden-Tag zum Beispiel, die absolute Entrechtung der Arbeitenden. Ja, ja, wir haben ja den 8-Stunden-Tag erkämpft. Was macht Schwarz-Blau? Sie zerstört es und zwingt uns den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche auf. Gerald Gross ist hier gesessen und hat gefeiert, hat Champagner mit seinen Freunden in der Industrie gesoffen, auf unsere Kosten. Kurze Zwischenbemerkung. Bitte. Der Champagnergenuss, den Sie mir unterstellen, wirst du bereits seit einem Jahr mit Leberzirrhose im
AKH liegen. Nur bei der Gelegenheit. Groß, ich will jetzt nicht so, über Ihre Gesundheit sprechen. So viel, wie Sie mir unterstellen, ja. Wäre ich im zweiten Alter von drei Jahren einer Alkoholvergiftung eingegangen. Ich glaube, in Deutsch-Landsberg verträgt man einiges und entsprechend halten Sie auch viel aus. Aber da, mir geht es ehrlich gesagt gar nicht darum, was Sie alles konsumieren und von wem so, und mit wem. Ist mir ehrlich gesagt wirklich bloß. Müssen Sie sich mit sich selber und Ihrem Gott ausmachen. Ja. Aber das, was mir angeht, ist die Frage, was mit der Sozialdemokratie in diesem Land los ist. Ja. Und wie gesagt, ich teile den Befund, dass die SPÖ in den letzten 10 Jahren mindestens in dem Bereich versagt hat. Aber die Antwort kann doch niemals sein, dass wir jetzt der neoliberalen, rassistischen Politik, die in den letzten Jahren Platz gegriffen hat, noch mehr Unterstützung geben. Sondern die Antwort muss natürlich sein, dass wir endlich sozialdemokratische Politik machen. Und sozialdemokratische Politik bedeutet, dass wir zum Beispiel den Pflegebereich, zum Beispiel den Pensionsbereich, aber vor allem auch den Bereich des Arbeitsmarktes, wo nicht alles rosig ist, weil das, was in den 70er und 80er Jahren erkämpft wurde, geht in diesen Stunden wieder verloren. Es gab noch nie so viele Leiharbeiter wie jetzt in Österreich, über 100.000 Menschen. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Wenn wir nach Großbritannien oder Frankreich oder Deutschland schauen, dann sehen wir, was verfehlte Arbeitsmarktpolitik auslöst. Und ja, das war die SPD, dass sie dort verbrochen hat mit Gerhard Schröder. Und deswegen gibt es auch fast gar nicht mehr zu Recht. Und wenn die SPÖ das gleiche Schicksal nehmen möchte wie die SPD in Deutschland, dann soll sie diese Neoliberale, die auch Christian Kern mit seinem Plan A gemacht hat, Politik einfach fortsetzen. Das war der Grund, warum ich aus der SPÖ ausgetreten bin. Wegen einer unklaren Positionierung im Integrationsbereich, dieses ständig nach rechts blinken und dann die Goschen halten entscheidenden Fragen, braucht keiner. Und genau das gleiche im neoliberalen Bereich. Wenn man so auf die Arbeitenden und ihre Angehörigen pfeift, wie das die SPÖ in den letzten Jahren gemacht hat, dann muss man untergehen. Und dann bin ich der Erste, der dafür sorgt, dass diese Partei untergeht. Aber wenn man sozialdemokratische Politik macht, die in diesem Land dringend benötigt wird, bei 300.000 bis 400.000 von armutsbetroffenen Kindern, bei so vielen Alleinerzieherinnen, die sich nicht einmal das Notwendigste leisten können, bei Menschen, die von der Mindestpension leben und damit sich nicht einmal mehr die Wohnung leisten können und so weiter. In diesen Zeiten braucht es starke sozialdemokratische Politik und wir brauchen ja nicht Leute, die sagen, dass sie soziale Heimatpartei sind und in Wirklichkeit auf Ibiza in irgendwelchem Drogenrausch die Republik verkaufen wollen. Das brauchen wir unter Garantie nicht und deswegen finde ich es heuchlerisch und peinlich von Ihnen, Herr Groß, nachdem Sie 1,5 Jahre lang Heinz-Christian Strache abgefeiert haben und mit ihm gemeinsam Champagner gesoffen haben, sich jetzt hierher zu setzen und zu sagen, die Sozialdemokratie hat große Verdienste. Sie sind nicht nur der Totengräber des BZÖ, sondern auch der Sozialdemokratie in Österreich, obwohl sie der größte Nutznießer ihrer sind. Sie sahen eine Belangsendung von Karl Marx. Ja, also, nein, das muss man auch einspielen. Das nehme ich als Ehrung. Ja? Muss man einspielen, Verantwortung trägt die Redaktion nicht. Es sprach die Volksstimme aus Moskau. So, damit wir uns einmal klar sind, wer da spricht. Herr Dr. Bornmähner, wissen Sie, was das größte Hauptproblem der Sozialdemokratie ist? Dass sie durch solche Menschen wie Sie überhaupt repräsentiert werden. Das wird sie nicht. Die zwei größten Totengräber der Sozialdemokratie in diesem Studium bei dieser Rhetorik des Totenbegräbnisses zu bleiben, waren Rudi Fussi und Sie. Mhm. Ich habe mich immer hierher gesetzt und gesagt, solange ich meine wertvolle Lebenszeit einem Herrn Fussi widme und einem Herrn Bornmähner, weiß ich, die Sozialdemokratie verliert nach jeder Sendung 1%. Weil alle glauben, wenn alle Roten so deppert wie der Bornmähner sind, dann braucht man es ja nicht wählen. Das sagt Volkesmund, Volkesstimme. Mhm. Aber jetzt zurück zum Sachlichen Ihres langen Vortrages. Dann sollten Sie jetzt den Mund halten. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich etwas Wissen. Der sogenannte 12-Stunden-Tag. Lesen Sie ab, also was steht erzählt, da? Schreib mit. Ja, ich kann mir ja nicht jeden Blödsinn merken, den Sie so vor sich hingeben. Also der sogenannte 12-Stunden-Tag, den Sie hier angeprangert haben. Der 12-Stunden-Tag und dann am Schluss die Kurve zu bekommen und dann noch den Christian Kern auch noch mit zu kritisieren. Ja, tatsächlich, der 12-Stunden-Tag findet sich, glaube ich, auf Seite 16 des sogenannten Plan A's des ehemaligen SPÖ-Genossen-Bundesparteivorsitzenden. Nur zu der Gelegenheit. Und wissen Sie, warum die Gewerkschaft damals bis auf einige wenige Pflastersteine und Grablichter, die sie besonders respektlos vor die Haustüren von Abgeordneten gestellt hat, in Wahrheit nicht mehr aufgetreten ist, es keine Massendemonstrationen gegeben hat, wie im Jahr 2000 und 2002 bei der Pensionsreform, weil selbst die Gewerkschaft unter in der Wolle gefärbteste Rote zum Beispiel gewusst hat, dass diese Arbeitszeitflexibilisierung, die ja nur wenige Stunden dann bedurft hat,
ein richtiger Schritt war und in Österreich keiner 12 Stunden am Stück jede Woche, Woche für Woche unbezahlt arbeiten muss, sondern diese Stunden alle bezahlt werden, für diese Stunden Urlaub und für diese Stunden ein Urlaub ausbezahlt wird und alles drum und dran. Und wissen Sie, gerade in einer Zeit, wo sich die internationale, Konjunktur und der Wirtschaftsstandort Europa eintrübt im Sinne, dann herzugehen und einen Generalangriff auf die Arbeitsplätze in diesem Land zu starten, wie es die gute alte sozialistische Politik ist, die Menschen sollen Almosenempfänger sein, aber ihren Lohn nicht durch gerechte Arbeit erhalten. Das ist die Sozialdemokratie. Hören Sie mir zu, ich habe Ihnen zugehört. Das ist die Sozialdemokratie. Das ist die Sozialdemokratie, die in Wahrheit jetzt zur Erfolglosigkeit führt, dass man einen Angriff auf die Arbeitsplätze, einen Angriff auf den gerechten Lohn der Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Land startet, anstatt dass man versucht, auch als Sozialdemokratie Wirtschaftsstandorte in diesem Land zu erhalten. Der jüngste Fall, ich wiederhole noch einmal, ich nehme zur Kenntnis, Sie haben darauf nicht gearbeitet, dank der Kriminalisierung der sozialistischen Genossen samt der Hilfe, nämlich der Neos in diesem Fall, wurden die Anteile eines österreichischen Unternehmens an die Tschechen verkauft. Also nicht der Ausverkauf ist schuld. Hören Sie mir zu. Nicht die Backelei von Ihren Freunden ist schuld. Der Zuseher versteht es nicht, wenn Sie krakeln. Ja, der Zuseher versteht es sowieso nicht, Herr Gross. Also das höre ich mir jeden auf der Straße an, was die Leute über Sie denken. Sind österreichische Arbeitsplätze in Gefahr. Und wenn ich von dieser Stelle etwas empfehlen darf, diesem Unternehmen, diesem österreichischen, diesem Weltunternehmen in Österreich, das dank der Sozialdemokratie kriminalisiert worden ist, wisst ihr was? Sperrt euer Headquarter auch gleich in Österreich zu, macht eine Warenanmeldung von 5.000 Arbeitnehmern beim AMS und geht ins Ausland, weil da wird sie offenbar besser behandelt, auch von der Politik, als in Österreich, durch solche dumpfen Arbeitsplatzvernichter, wie Sie hier heute sitzen und die Sie hier vertreten. Aber dann können Sie, wie es gute alte sozialistische Tradition ist, bei Babak, bei Konsum, bei der Verstaatlichten, bei der Föst und wie sie alle heißen, die Arbeitslosen alle vertreten. Ja. Das ist die gute alte SPÖ-Politik in Österreich. Danke, Herr Gross. Also bitte, Herr Dr. Bornmänner. Gerne, ich habe Ihnen etwas beigebracht. Als der Lobbyist von Hypo, als der Lobbyist von zerstörten Kärnten, als Lobbyist von Eurofighter-Korruption, als Lobbyist von Grassergate und Strassergate und wie sie alle heißen, brauchen Sie hier wirklich nicht die große... Und Verursacher des Klimawandels haben Sie vergessen, dass die Sonne uns demnächst auf den Kopf... Lassen Sie mich ein bisschen ausreden. Wir haben uns in der Südsteiermark gesagt, noch Fetzenschädel dazu, wenn Sie es genau wissen. Aber nur zu Ihnen. Okay, passt. Ja, also, ist in Ordnung. Ich war letztens in der Südsteiermark und nicht massieren Fetzenschädel. Und das ist noch das Harmloseste. Mit dem nassen Fetzen, das war das Netteste, was man über Sie gesagt hat. Wenn ich die Geschichten erzähle, über die man Sie in Deutsch-Landsberg erzählt, dann sind wir morgen noch da. Lassen wir das. Ja. Der Punkt ist der, Sie haben gerade die Casinos angesprochen. Vor wenigen Wochen sitzt sie hier und wagen es, Honor, Sie. Also vor wenigen Wochen sitzen Sie hier und wagen es, honorige Menschen wie Josef Bröll anzuschütten und zu kriminalisieren. Das haben Sie hier in dem Studio gemacht. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, hören Sie auf, Ihre Freunde mit der ÖVP gleichzusetzen. Weil das ist ein lupenreiner, FPÖ-Skandal. Und jede Form von Schaden, die diese Republik hat oder die Casinos haben oder die jedes andere österreichische Unternehmen hat, geht ein... ausschließlich auf die FPÖ und ihre Gesinnungskameraden in der Stahlhelm-Fraktion zurück, Herr Gross. Und das jetzt der SPÖ anzugreifen, dieses unglaubliche Desaster, ist genauso ein plumper und dummer Versuch wie die Kindesweglegung mit der Hypo, die auch Sie und Ihr großer Mentor, Jörg Haider, dessen Medaille Sie jedes Jahr immer noch, weiß ich nicht, unter Tränen verleihen, der hat Kärnten ruiniert, der hat die Hypo zerstört, weil strukturelle Korruption unter ihm Programm wurde. Und jetzt sitzt der größte Nutznießer der heiderschen Korruption hier und erzählt uns irgendwas darüber, dass die Sozialdemokratie verantwortlich wäre, dass die Casinos jetzt vom Mehrheitseigentümer in Tschechien übernommen werden. Bitte, Herr Gross. Also ich weiß, dass Ihre Abteilung Geschichtsfälschung betreibt. Das ist Programm seit 1945. Aber bitte hören Sie wenigstens hier in Bezug auf die Casinos auf, weil damit ist wirklich eine Grenze erreicht.
Gut, Sie leben auch wie Pamela Scheuer-Rendi-Wagner, Ihre große romantische Figur, leben Sie in einer Blase. Mhm. Die Kriminalisierung der Casino Austria hat meines Wissens weder der Josef Bröll noch der Aufsichtsratsvorsitzende noch die Freiheitlichen durchgeführt, sondern dank Ihrer Freundin, wie heißt sie schnell von den Neos? Stephanie Christ. Ah, ja, genau. Mhm. Und die von der SPÖ, wie heißt sie? Pamela, nix, oder? Ja, genau. Haben schon vergessen, ja. Fanboy von die Pamela letzten Joy, Wochen das angerichtet haben, ist eine Kriminalisierung entstanden, die im österreichischen Unternehmen einfach es nicht mehr möglich macht, die Anteile zu halten. Erstens, zweitens, ich gehe mit Ihnen noch einmal gern die ganze Hypo-Kiste aufmachen, nur dann brauchen wir wirklich bis morgen, um Ihnen das zu erklären, was im Übrigen mit dem Verkauf der Hypo passiert ist und mit dem Rückkauf der Hypo, wo wir uns dann von den Bayern den Wahnsinn wieder zurückgekauft haben. Im Übrigen Jahre, nachdem Jörg Haider selig bereits gestorben ist, wurde das wahre Verbrechen begangen, aber da würde ich Ihnen empfehlen Folgendes. Reden Sie einmal mit Ihrem neuen Freund, weil Sie haben ja wechselnde Freundschaften, reden Sie mit Ihrem neuen Freund Werner Kogler, das ist nämlich einer der wenigen Vernünftigen, mit dem ich im Parlament gesessen bin, bei den, mit den Grüninnen, der im Gegensatz zu Ihnen eine ganz andere Meinung zu diesem Hypo-Desaster hat und es mehrmals im Plenum des Nationalrates zum Ausdruck gebracht hat. Was wollten Sie noch von mir? Das sind so leere Worte. Jetzt sprechen wir über die. Achso, dann passt es. Dann hätte ich Ihnen was beigebracht. Wir sprechen über die FPÖ. Hatzi Strache hat ja jetzt bei einem Interview bei uns in der Tageszeitung Österreich gesagt, das Schiedsgericht ist gar nicht zuständig für seinen Ausschluss. Die FPÖ bestreitet das. Das Ganze zieht sich mittlerweile seit über 2 Wochen dahin, dieser Ausschlussprozess. Wem schadet das mehr? Der FPÖ, dem Hatzi Strache, beiden gleich? Allen. Und ich finde es wirklich grandios, immer und jede Woche wieder eine neue Episode dieser tragikomischen Telenovela der FPÖ zu kommentieren. Ja, in Südamerika haben sie es so mit Telenovelas wahrscheinlich, oder? Absolut, Sinja, ja. Deswegen finde ich es großartig. Das sind ihre Vorstellungen. Deswegen unterhält es mich auch blendend. Na, ja, und es war deswegen so großartig, weil Leute wie Gerhard Gross hier sitzen und sagen, es gibt keine Flügelkämpfe in der FPÖ. Oder wie heißen die Sklavin Sinja Mossa oder Isaura oder was? Die Telenovelas kommen ja. Nicht böse sein. Ich glaube, im Bereich Telenovela, das ist eher Ihre Partie. Führen Sie weiter nicht aus. Meine. Ja, gut, okay. Weiter. Also, Sklavin, Saura. Genau. Ja? Also, der Punkt ist, jetzt wurde gerade Karl Baron ausgeschlossen. Er hat den Vorsitz abgeben müssen als Obmann der freien Wirtschaft. Ein enger Vertrauter von Heinz-Christian Strache, der ihm wahrscheinlich, Prognose, im nächsten 3 Monaten einen Einzug in den Gemeinderat ermöglicht durch den Rückzug. Da ist ein Flügelkampf am Toben und wir haben noch nicht einmal die Spitze dessen gesehen, was das alles mit sich bringt. Das, was Sie für die SPÖ konstatieren an Zerstrittenheit, auch zu Recht zum Teil, haben wir in der FPÖ zum Quadrat. Und zwar deswegen, weil es immer noch um die Frage geht, gestern kam heraus, ein Geschäftsmann aus Niederösterreich sagt, ihm wurden 2 Millionen Euro für ein Mandat versprochen und er will jetzt dieses Geld haben. 2 Millionen Euro sind angeblich an Heinz-Christian Strache persönlich geflossen, 4 Millionen Euro sind angeblich an die FPÖ geflossen, 2 Millionen angeblich an irgendeinen Nationalratsabgeordneten, glaube ich, von der FPÖ, der Vermittler war. Also das sind Millionenbeträge im Umlauf schon wieder rund um die FPÖ, wie wir es nur aus Grassers Zeiten kennen. Und das ist so typisch. Es ist so typisch. Und dass ein Heinz-Christian Strache sich dann ins Wirtshaus setzt und mit Leuten wie Gerald Gross und anderen gemeinsam konspiriert, ob sie eine gemeinsame Liste machen oder nicht, das finde ich absolut großartig und genial. Und ich würde mir wünschen, dass Gerald Gross gemeinsam mit HC Strache kandidiert, weil das sind, also wenn es Minusprozente geben würde, dann würden es bei der Wahl -3% kriegen, weil niemand, aber wirklich absolut niemand möchte Gerald Gross und Heinz-Christian Strache noch in der Politik haben. Aber das sollen sie bitte am Wahlabend selbst feststellen und in der Zwischenzeit unbedingt laufend weiter Content für die Telenovela der gescheiterten blauen Befindlichkeiten kandidiert liefern. Gerald Gross mit HC Strache? Gab es dieses Geheimtreffen? Nein. Warum schreiben die Medien dann drüber? Welches Medium hat darüber geschrieben? Haben Sie es nicht gelesen selber? Nein. Achso, ich glaube, der Kurier war das so? Nein. Nicht? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Hat niemand drüber geschrieben? Nein. Es gab kein Geheimtreffen? Nein. Es ist nirgendwo gestanden? Nein. Gerald Gross. Mich würde es jetzt gerne interessieren, woher Sie das haben und wo Sie das gelesen haben. Es ist im Kurier gestanden, dass vor 2 Wochen in einem Gasthaus Resnicek, wo du da einmal fragen musst, ob das eine gültige Aufenthaltsbewilligung hat. Aber gut, in Wien ist ja alles möglich, das wissen wir. Das ist, aber wurscht, das ist ein. Dort soll ein Gansl-Essen stattgefunden haben.
Und da war der Kurier zuerst der Meinung, ich wäre dabei an einem Donnerstag. Mhm. Ein Blick auf meinen Instagram-Account oder auf meinen Facebook-Account zeigt, dass ich dort im Fitnessstudio in Graz war. Nein, im Fitnessstudio, denn nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das habe ich Ihnen ja voraus, deswegen gehe ich ja dreimal in der Woche Sport. Genau so schauen Sie aus, Herr Groß. Aber ja, gesund, rund und munter. Ja, ganz genau. Aber jetzt Folgendes zu Heinz-Christian Strache und der Freiheitlichen Partei, nachdem wir diesen... Da muss ich Ihnen ja ausnahmsweise einmal recht geben. Okay. Nur nicht im Ergebnis, in der Analyse. Brexit, Strache und Dünnberg nervt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mittlerweile heute schon nicht mehr aus, darüber zu sprechen. Und die Freiheitlichen sind gut beraten, das sage ich jetzt seit wie eine alte tibetanische Gebetsmühle in dem Studio, sind gut beraten, dieses Thema endlich für sich endzuerledigen. Und ich habe das in mehreren Kolumnen für die Tageszeitung Österreich geschrieben, ich habe es hier mehrmals im Studio gesagt. Entweder es ist ein Friedensschluss möglich, der ist seit offenkundig nicht mehr möglich, dazu ist der Knoten zu dick, dann muss es eine klare Trennung geben. Und was dann der Herr Strache macht, oder nicht macht, oder was die Freiheitliche Partei macht oder nicht macht, ist dann ihr jeweiliger Verantwortungsbereich. Auf deine Frage, ob ich jemals für den Herrn Strache oder sonst wen kandidiere, nein, ich werde nicht mehr für die Politik kandidieren, weil ich das Urteil des Wählers, der mich 2015 dann endgültig abgewählt hat, ausnahmsweise verstanden habe und das lebenslang. Das gleiche Schicksal hat ja auch Sebastian Bornmänner und seinen Mentor Peter Pilz getroffen. Er hat es bis heute nicht kapiert. Also ich habe nicht keine Partei 2019. Es gibt ja kaum eine Körperöffnung, wo er nicht entweder den roten oder den grünen ständig hineinschlupft. Ich habe für mich festgestellt, der Wähler will mich nicht mehr. Das war 2014 oder 2015, habe die Konsequenz gezogen. Ich habe gesagt, gut, damit ist für mich jede parteipolitische Aktivität pro futuro ausgeschlossen. Das ist recht einfach. Stattdessen sitzen Sie jetzt lieber hier und schwingen den Richtstab über andere ja, Leute. Ja, sind Sie froh, dass irgendeiner Sie bekannt macht. Ja. Können Sie ja froh sein, ich bringe Ihnen eine Quote, weil sonst hätte Sie ja nicht einmal ihre eigene Familie noch erkennen. Ja. Und der FPÖ die Spaltung? Nein. Das ist zum Beispiel wieder die hanebücherne Geschichte, das ist eher der Wunsch, der Vater des Gedanken, meines lieben Mitdiskutanten. Die Spaltung droht ja nicht und ich sage es jetzt auch zum zehnten Mal in diesem Studio. Der Heinz-Christian Strache hat mit einem kleinen Kreis von Personen selbstverständlich ein Problem, auch mit jener Geschichte, die ihm widerfahren ist und auch mit dem Umgang, der ihm widerfahren ist. Er ist nicht verurteilt, es ist keine Anklage gegen ihn gesprochen und es gilt das alte Rechtsverständnis österreichischer Justiz, es gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung. Auch das ist zu akzeptieren. Die Freiheitliche Partei hat sich, was ihn betrifft, einen anderen Weg entschieden, nämlich einen parteipolitisch verständlichen und hat gesagt, gut, wir wollen einen klaren Trennstrich, weil wir wollen die noch zu kommenden justizielle Aufarbeitung nicht als großen Schatten auf eine Fortsetzung eines Erfolgsweges der Freiheitlichen zurückfallen lassen. Das ist eine parteipolitisch klare Entscheidung. Ob sie einem gefällt oder nicht, ob sie moralisch korrekt ist oder nicht, ob sie rechtlich korrekt ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Die Freiheitliche Partei sagt, wir wollen wieder Erfolg haben, wir wollen wieder Wähler hinter uns bekommen, wir wollen uns einen, wir wollen wieder ein politisches Programm unter die Leute bringen. Wir können uns nicht als politische Partei mit den Altlasten eines Einzelnen beschäftigen. Und daher bin ich mittlerweile tatsächlich seit Wochen der Meinung, nachdem das nicht mehr zusammenbringbar ist, auch aufgrund persönlicher Emotionalität, die in der Politik im Übrigen keinen Platz hat. Aber man sieht es in Menschen am Werk, die natürlich auch enttäuscht sind, gegenseitige Enttäuschungen haben, möglicherweise auch Paranoia oder sonst was, ist es nicht mehr möglich, daher ist es gescheiter, sich zu trennen. Dieser Eiertanz seit 3 Wochen, wo sie sich gegenseitig ständig pratzeln und Dinge ausrichten über die Partei, das ist die eigentliche Parteischädigung. Aber jetzt komme ich noch einmal zurück zu dem von Ihnen zitierten Beispiel der Sozialdemokratie. Die Probleme der Sozialdemokratie sind seit 30 Jahren tiefgründiger und unüberbrückbarer, auch im Gesamtzustand der Sozialdemokratie. Und die Frau Bämmerler-Scheuer in die Wagen ist nur das Sahnehäubchen mit ihren Fehlentscheidungen. Das ist viel tiefer, die Problematik. Die Freiheitliche Partei hat genau ein Problem. Wie klären wir unser Verhältnis mit dem Herrn Strache? Mit dem Zeitpunkt, wo Sie das geklärt haben, wird es auch für die Freiheitliche Partei wieder eine Möglichkeit geben, auf einen Erfolgsweg zu gehen. Ganz einfach, die Sozialdemokratie wird in ihrem Untergang noch Jahre zu knappern haben. So, wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann sprechen wir über Türkis-Grün. Das ist eine zache Partie momentan bei den Verhandlungen. Ist da jetzt am Ende doch noch Sand ins Getriebe gekommen und ist das vielleicht doch alles nicht so fix, wie ursprünglich viele gedacht haben? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig und
unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, wir kommen zurück bei Fellner Live, heute mit Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner. Starten wir die Runde über Türkis-Grün mit Sebastian Born-Mehner. Da ist ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen, muss man sagen, in diesen letzten 14 Tagen. Glaubst du noch daran, dass das zustande kommt oder nicht? Man hört zuletzt, dass von beiden Seiten irgendwie Chance liegt bei 50-50. Was glaubst du? Na, ich bin ja jemand gewesen, der von Anfang an gesagt hat, ich würde es den Grünen eher nicht empfehlen, jetzt aus parteipolitischer Sicht. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass in einer Koalition mit Sebastian Kurz wie die FPÖ und wie auch die SPÖ den Kürzeren ziehen werden und das Ganze auf ihre Umfragewerte und letztlich auf ihr Wahlergebnis ausschlagen wird. Im Sinne des Landes war ich immer schon dafür. Ich habe auch eine eigene Kolumne geschrieben, ökosoziale Wende dazu. Also der Charme von Schwarz-Grün ist ja offenkundig, vor allem wenn es darum geht, tatsächlich Erneuerungsprozesse in den unterschiedlichsten Bereichen anzugehen. Aber auch, was ich auch von Anfang an gesagt habe, deswegen wundert mich das gar nicht jetzt, dass am Schluss noch ein bisschen knarrt, der Teufel steckt im Detail. Das heißt, man kann sich schnell darüber im Klaren werden, dass man eine grundsätzliche Entlastung für Umwelt, Klima und so weiter schaffen möchte, dass man grundsätzlich was gegen Kinderarmut machen muss. Aber wenn es dann darum geht, sich zu überlegen, welche konkreten Maßnahmen setzt man und gibt man sich tatsächlich her für irgendwelche sogenannten Leuchtturmprojekte, was in Wirklichkeit nur eine Pflasterpolitik ist, und lässt die systematischen Verschlechterungen, die Schwarz-Blau gemacht hat in den letzten 1,5 Jahren, unangetastet, dann wird man vom Wähler aber sowas von bestraft werden. Und dann wird man auch Gefahr laufen, es nicht einmal durch die eigene Parteibasis zu bringen, weil das Koalitionsabkommen bekanntlich bei den Grünen basisdemokratisch abgenickt werden muss. Und daher verstehe ich die Grünen, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir verstehen, was jetzt gerade in den letzten Tagen geschehen ist und was in den nächsten Tagen auch noch weiter passieren wird, dass man in den Punkten, wo man eine grundsätzliche Einigung darauf hat, dass man Verbesserungen zum Beispiel für die Umwelt erwirkt, auch tatsächlich sicherstellt, dass das Ganze nicht irgendwelche Scheinbeschlüsse sind, die gut klingen, aber kaum Effekt haben oder die dazu führen, dass die Ärmsten und die Schwächsten in der Gesellschaft die wahren Kosten tragen, obwohl es in Wirklichkeit andere verursachen, dass man jetzt ein bisschen stärker verhandelt. Und ich warne davor, jetzt so viel Druck aufzubauen auf die beiden Parteien und zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt vor Weihnachten irgendwas machen, weil wir wissen eines, was nicht im Regierungsprogramm drinnen steht, was also nicht Gegenstand der Koalitionsvereinbarung ist, hat ganz wenig Chance in den nächsten Jahren in der laufenden Legislaturperiode dann umgesetzt zu werden. Daher muss man sich jetzt die Zeit nehmen und ich rate den Grünen dringend, sich auch diese Zeit zu nehmen und möglichst hart zu verhandeln, weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur um Befindlichkeit und um Parteipolitik, sondern es geht um die Zukunft unseres Landes. Und angesichts von Klimakrise, Artensterben, Prekarisierung am Arbeitsmarkt, Pensionssystem und so weiter, muss man sich die Zeit nehmen, das jetzt gescheit zu verhandeln und darf jetzt nicht dem Ruf derer folgen, die da Druck machen, nur damit es irgendein Datum eingehalten wird. Also ich glaube, das dauert jetzt noch ein bisschen und ich finde das auch gar nicht schlecht. Gerald Gross? Es geht in die Verlängerung. Du glaubst daran oder glaubst nicht daran, dass es kommt? Nein, es kommt. Das ist aber, die Verlängerung ist aber auch inszeniert. Jetzt wird diese Woche noch besonders intensiv rund um die Uhr 24 Stunden verhandelt. Der nationale Notstand wird ausgerufen. Wir müssen fertig werden im Interesse der Republik Österreich, der 8 Millionen Einwohner. Jetzt wird noch eine Dramatik auf die Bühne gebracht. Es ist, hat eine gute, ein gutes Drama. Auf der Bühne hat auch diese Stilelemente. Jetzt wird noch Drama hineingebracht. Es dauert jetzt noch genau eine Woche, dann wird knapp vor Weihnachten das Programm präsentiert, ja, weil man genau weiß, im Advent, rund um Weihnachten, schützt man damit auch die künftige neue Bundesregierung genau für 2 Wochen gleich von Angriffen der sogenannten Opposition, weil im Advent wollen die Menschen keine Aggression, die Menschen wollen keine Kritik, das ist psychologisch wunderbar abgestimmt, das hat Kurz im Übrigen 2017 auch genauso gemacht, genau gewusst, die Koalition mit den Freiheitlichen könnte gerade in der linken Anarcho-Szene ein wenig problematisch werden. Die könnten auf die Straßen gehen. Also haben sie die Koalitionsbildung kurz vor Weihnachten verlegt, weil sie gewusst haben, dass die ganzen Rasterlocken-Studenten eh in die Weihnachtsferien sind und zwischen Weihnachten als Kerzenleuchter nicht auf die Straßen gehen können, weil es ihnen eh zu kalt ist, den armen Haschadl. Ja, so. Damit hat er sich in Wahrheit das Regierungsprogramm immunisiert. Und dann am 10. Jänner, wo dann der Wiener Politbetrieb aus dem Punsch- und Glühweinrausch wieder erwacht ist, dann hat sich eh schon jeder Österreicher
Österreicher daran gewöhnt, dass es eine Regierung gibt. Und diesmal wird es auch so sein. Irgendwann im Jänner werden dann die Österreicher sagen, ach so, die hat es eh schon vorher gegeben, die Rasterlucken-Fraktion am Ministerratstisch im Bundeskanzleramt, die sogenannten Grünen Innen, die exhumiert worden sind vom Misthaufen ihrer Geschichte und jetzt am Regierungstisch Platz nehmen. Das ist die Strategie. Die Frage ist nur, ob die Grüninnen diese sogenannte machiavellistische PR-Strategie für Arme des Sebastian Kurz mitmachen. Er will sicher vor Weihnachten abschließen, er will vor Weihnachten präsentieren, er will die Weihnachtsfeiertage, die 14 Tage nutzen, um seine neue Regierung gegenüber Angriffen zu neutralisieren, wissentlich, dass die Opposition in dieser Zeit in Wahrheit sich selbst gefesselt hat, weil Aggressionsnotstand. Wir dürfen nicht aggressiv sein, weil die Menschen beten ja unterm Christbaum. Da dürfen wir jetzt nicht besonders laut sein. Das ist recht einfach. Die Frage ist, ob die Grünen mitmachen. Ja? Ob das Kogler und seine Rabaukentruppe, die Chaospartie der Sigi Maurer und wie die ganzen Gespenster aus der ideologischen Versatzkammer der KPDSU alle hasen, ob die dabei mitmachen oder ob schon der erste Schritt ist, der Grünen Regierungsräson zu zeigen. Wenn ich der Regierungsberater wäre, der ich ja nicht bin, dann hätte ich gesagt, macht's vor Weihnachten Schluss, präsentiert's es und dann geht's über die Weihnachtsfeiertage und im Jänner fangt's gleich mit der Arbeit an, startet's mit einer PR-gerechten Klausur und dann gebt's vor unter dem Motto Speed Kills. Das ist die parteipolitische Erfolgsstrategie, die auch die ÖVP fährt. Ob die Grünen dabei mitmachen? Gut, ich kann mich in einen Grünen nicht hineinversetzen. Ich kann mich in viele Wahnsinnigkeiten unserer heutigen Zeit nicht hineinversetzen. Aber kann das überhaupt funktionieren, Grüne und ÖVP? Du hast ja vorher schon angesprochen, dass die teilweise einfach grundverschieden sind. Da dürften sie jetzt im Zuge der Verhandlungen immer mehr draufkommen. Aber wie will man denn bei gewissen Themen, Migration, aber auch Klimaschutz und Steuerpolitik, wie will man dazu überhaupt zusammenkommen? Wie kann das gehen? Da muss ja der eine oder andere sich mehr oder weniger selbst aufgeben. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe ja selber letzte Woche mit Verhandlern von Grün und ÖVP auch gesprochen und habe auch die Gelegenheit gehabt, ein bisschen über Themen zu sprechen. Das war in dem konkreten Fall Landwirtschaft, aber ich glaube, das ist in vielen Bereichen gleich. Und was ich da schon gemerkt habe und was mich auch bewegt hat, war zu sehen, dass auch bei der ÖVP tatsächlich angekommen ist, dass wir in einer Zeit leben, wo es nicht nur eine wissenschaftlich fundierte von Gerald Gross und Kameraden geleugnete Entwicklung gibt im Umwelt. Aluhelm. Also Aluhut das, diesmal. Gut. Unter dem Stahlhelm ist der Aluhut. Ich bin ja quasi eine Soufflöse, weil sie kommen ja sonst nicht auf die Sätze. Keine Sorge. Nein, ist in Ordnung. Dass dort in der ÖVP auf der einen Seite die wissenschaftliche Faktenlage anerkannt wird. Das sieht man beim Klimawandel und bei der Klimakrise ganz stark, eben im landwirtschaftlichen Bereich, das ist auch die Kernklientel der ÖVP ist. Und auf der anderen Seite merken die auch, dass es einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel gibt. Es gibt einfach immer mehr Menschen, die sich Sorgen machen. Man kann sich jetzt lustig machen über diese Menschen, man kann ihre Ikonen oder die Wortträger wie Greta Thunberg lächerlich machen, das kann man alles machen. Oder man kann einfach anerkennen, dass ganz viele Menschen sich Sorgen machen und wollen, dass die Politik auch Antworten formuliert auf die Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft. Und das spüre ich, und das kann ich jetzt aus erster Hand sagen, bei der ÖVP tatsächlich eine Bewegung im Bereich Nachhaltigkeit. Die haben ja auch schon seit vielen Jahren im Bereich ökosoziale Zukunft und so weiter einige Maßnahmen auch am Laufen. Und ich merke, diese Kräfte werden jetzt stärker in der ÖVP. Du hast in der ÖVP natürlich auch einen anderen Flügel, der bunkert und der zum Beispiel Mercosur unbedingt durchdrucken möchte und TTIP und Co. Aber ich habe das Gefühl, dass der Zeitgeist die konstruktiven schwarz-grünen Kräfte innerhalb der ÖVP stärkt. Und auf der anderen Seite hast du bei den Grünen natürlich die Menschen, die sagen, um Gottes Willen, lassen wir uns bitte nicht über den Tisch ziehen. Und geben wir uns vor allem für Verbesserungen im Umwelt- und Klimabereich nicht im Sozialbereich her, weil das ist die große Gefahr. Diese Aufgabenverteilung, die Grünen bekommen die Umwelt und wir machen den Rest. Ich glaube, Wolfgang Fellner hat ja auch geschrieben, die Grünen kriegen das Klima und die ÖVP bekommt Österreich. Und ich glaube, aber das ist, da gibt es natürlich die Vorbehalte und die Skepsis und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, das ist wirklich gut so, weil ich glaube, Gerald Gross, der ja auch diese Leute sehr gut kennt, wir ja alle interessanterweise sehr gut kennt und auch einmal so und einmal so spricht und auch handelt, hat ja ganz richtig gesagt, da ist ganz viel Parteitaktik dahinter, da ist ganz viel Medienstrategie jetzt dahinter und die Grünen sollten sich davon nicht blenden lassen. Man muss auf Punkt und Beistrich verhandeln, man muss es hochprofessionell angehen und hochprofessionell heißt nicht, dass man sich jetzt aufgrund irgendwelcher wahltaktischen Überlegungen zwingen lässt, ein Programm
abzufertigen, das einfach noch nicht ausverhandelt ist. Das sind keine wahltaktischen Überlegungen, also, da steht kein Wahl. Parteitaktisch. Ja, eben. Nein, aber hinter der Parteitaktik steht die Wahltaktik, Herr Groß, weil es wird jetzt schon in den Medien spekuliert, ob Sebastian Kurz eine Minderheitsregierung macht, die logischerweise nur ein halbes, dreiviertel Jahr halten kann. Und danach gibt es die nächsten Wahlen. Wie kommen Sie auf die Idee? Was? Wie kommen Sie auf die Idee, auf welche Idee, dass wir selbst bei einer Minderheitsregierung sofort Neuwahlen hätten? Na, weil eine Minderheitsregierung per Definition abhängig ist von der Unterstützung von jemandem, mit dem du keine Vereinbarung hast zu regieren. Die Minderheitsregierung ist per Definition davon abhängig von der Bereitschaft von Parteien, überhaupt in Neuwahlen zu gehen. Das würde bedeuten, dass wir binnen von 2,5 Jahren die dritte Neuwahl haben. Darf ich Sie daran erinnern, an einen Schuldenstand der Sozialdemokratie? Flach wie Holland, mausetot. Es gibt keine Bank mehr, der dieser Partei überhaupt nur noch einen Cent leihen würde. Aber das entscheidet ja nicht die Sozialdemokratie, also, wann gewählt wird. Die kann an die alten Kreisgebüsten in die Pfand leihen. Das Dorotheum kennen Sie es drauf. Also vielleicht kriegst du noch 5 Euro. Es kann keinen besseren Zeitpunkt für die ÖVP geben, die zu wählen. Die Sozialdemokratie, ja, aber dazu brauchst du eine Mehrheit im Parlament. Also ja. Die hat die ÖVP nicht. Die Sozialdemokratie hat keinen Cent, nur noch irgendeinen Kugelschreiber für Wahl auszugeben. Dasselbe trifft im Übrigen die Freiheitlichen, die einen Schuldenstand von ca. 10 Millionen Euro haben und in Wahrheit deren Kassen auch ausgeblutet sind durch die ganzen Wahlkämpfe. Ja, die zuerst und die Goldbahn und noch dazu, die das Problem haben, dass sie das Problem mit Strache nicht geklärt das haben. Meine ich ja. Auch kein Interesse, Neuwahlen ausrufen. So, ja. Die österreichische Volkspartei, die in Wahrheit immer nur dann gesundert, wenn sie in der Regierung ist und ordentlich saugen kann an den Saugnäpfen dieses Landes, ist seit einem halben ja nicht in der Regierung, denn die Kanzlerin heißt Bierlein, dürfte ihnen entgangen sein. Das heißt, die gehen ohne das Kanzleramt zu übernehmen auch nicht in eine Neuwahl hinein. Zudem dürfte der Schuldenstand, zumindest habe ich es in der Zeitung gelesen, bei 25 Millionen Euro liegen. Und auch dort überlegen sich alle Banken, ob es noch bei Sinne wäre, nur dieser Partei nur einen Euro in Form eines Kredites und eines möglichen Erfolgs zu geben. Übrig bleiben dann noch die GrünInnen, die gerade einmal ihre paar Cent aus der Parteiförderung wieder zusammenkratzen, damit sie Infrastruktur aufbauen. Und von den Neos braucht man nicht, weil über 6% braucht man im Machtgefüge der Republik oder über 8% nicht diskutieren, weil uninteressant in Wahrheit, was die Neos im Parlament machen. Es interessiert dort nicht einmal den Portier oder die Stenotypistin, die dort vorne sitzt und den Scheiß mitschreiben muss. Also, es wird sich keine Partei finden, die derzeit in Österreich in Neuwahlen geht. Und es wird sich keine Partei finden, die selbst bei einer Minderheitsregierung des Sebastian Kurz freiwillig einen Misstrauensantrag unterstützt, weil sie alle den Arsch offen haben wie Pavian. Ja? Offen, mausetot das österreichische Parteiensystem. Ja, aber das ist eine Katastrophe, also selbst oder das wäre kein Problem. Aber zurück. Finden Sie das lustig? Aber zurück, nein, ich finde alles mittlerweile lustig, mit Humor lebt sich's auch leichter. Aber jetzt sage ich dann zurück zu der sogenannten Koalition mit den Grüninnen und der ÖVP. Es ist eine Koalition der Wahlgewinner und der Verhandlungsverlierer. Ganz einfach. Die österreichische Volkspartei kann die Wünsche ihrer Wähler nicht befriedigen, wenn sie mit den GrünInnen eine Koalition zimmert und dann in der Integration, in der Standort, in der Wirtschaftsfrage etc. nachgibt, eine Partei mit gut 38%. Und die GrünInnen werden ihre Wähler verlieren, nämlich die, die mit dem Messer im Maul ihren Schwarzen am besten die Gurgel durchschneiden wollen, weil sie sagen, das sind Konservative und schrecklich und Gott sei bei uns und den Teufel an die Wand malen, wenn sie mit dieser bösen ÖVP etwas machen. Also werden sie sich im Kompromiss finden. Der Kompromiss ist für beide Wählerreservoirs im Übrigen hochtoxisch, um nicht zu sagen tödlich, weil der schwarze Wähler erwartet sie die Grünen am wenigsten und der grüne Wähler die ÖVP am wenigsten. Besonders wenn es darum geht, das Gespenst des Klimawandels von Greta Thunberg in irgendeiner Form in Regierungsprogramm zu gießen. Schauen Sie, die größte rhetorische Lüge haben Sie heute wieder gebracht, indem Sie sich hier setzen und sagen, das künftige Regierungsprogramm wird den Klimawandel stoppen. Ja, sind Sie denn wirklich so dumm und glauben, dass die Einführung einer CO2-Steuer in Österreich den weltweiten Klimawandel stoppt? Ich weiß nicht, wo sind Sie, in was für eine Volkshochschule haben Sie jemals geleitet? Haben Sie dort die Bastelstunde geleitet? Haben Sie Papierflieger gebaut? Auch die Treibstoffpreiserhöhung wird den sogenannten Klimawandel nicht rückgängig machen. Also wo eine Regierung, in Österreich den von ihr selbst angeprangerten Klimawandel rückgängig machen könnte oder stoppen könnte, ist ein Schwachsinn. Das, was du machen musst, ist, dass du die Infrastruktur, und das ist ganz unideologisch in Wahrheit zu sehen, da könnte sich jeder
treffen. Der Freiheitliche, wie der Grüne, wie der Schwarze, wie der Rote, wurscht. Dass du die Infrastruktur auf klimatische Änderungen anpassen musst. Und dann darfst du nicht hergehen und sagen, ich bestrafe jetzt alle Leute mit unnötigen Steuern, sondern in Wahrheit musst du das Steuergeld, das da ist, hernehmen und die Infrastruktur in Österreich den gegebenen den Änderungen und den zu kommenden Änderungen, die die Wissenschaft prognostiziert, einfach anpasst. So einfach ist es. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Die Welt ist leider nicht groß genug, Vulgo Copyright James Bond, dass sie für 8, 9, 10, 12 Milliarden Einwohner da wäre. Sie haben dann gesagt, ja, der Gandhi hat aber gesagt, ja, der Gandhi hat aber gelebt, wo die Welt nur 4 Milliarden Einwohner gehabt hat. Das ist der feine Unterschied. Gandhi ist nämlich schon seit 60 Jahren tot. Dürfte Ihnen vielleicht nicht entgangen sein. Also, Faktum. Und da wird die österreichische Bundesregierung, wie sie auch immer heißen wird, nicht daran rütteln. Meine Herren, vielen Dank. Wir machen sind wir schon fertig? Eine kurze Pause, wir sind fertig für heute. Noch dritte Runde? Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir waren nicht noch drinnen. Nein, es ist noch nicht Nächste Woche geht es weiter, aber wer nicht genug kriegen kann von den beiden Herren, kann sich auf unserer Internetseite natürlich das Ganze noch einmal als Wiederholung anschauen. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück und dann ist Marika Lichter zu Gast bei Sabrina Blagojevic. Kurze Pause, dann geht's weiter. Stefan Betzen auch? Nein, leider nicht.